Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich dachte, ich mache heute gemeinsam mit euch mal ein kleines Back-to-School-Scherzartikel-Haul. Und zwar habe ich hier drei verschiedene Dinge. Damit habt ihr auf jeden Fall die Lacher auf eurer Seite in der Schule. Wir haben hier links Bonbons, aber das sind keine gewöhnlichen Bonbons, das sind ganz spezielle. Dazu gleich mehr. Dann habt ihr hier einen Geheimstift mit UV-Licht. Das heißt, wenn man damit schreibt, dann erkennt man erstmal gar nichts. Da kann man richtig coole geheime Botschaften mit versenden. Und nur derjenige, der mit UV-Licht darauf strahlt, kann dann die Botschaft lesen. Das testen wir dann auch gleich. Und das hier ist Kaugummi, aber kein gewöhnliches, sondern ein ganz bestimmtes, nämlich Shock Pull Here Chewing Gum. Das ist ein Kaugummi, ein Scherzartikel. Damit bekommt man einen Stromschlag. Das zeige ich euch ganz zum Schluss, damit ich dann auch schnell das Video beenden kann, wenn ich einen Stromschlag gekriegt habe. Also diese Bonbons sind erstmal auf den ersten Blick, sehen die eigentlich ganz lecker aus. Man könnte fast denken, dass da vielleicht sogar Schokolade oder so drin ist. Sehr schick eingepackt, vielleicht sogar was für Weihnachten oder so. Aber wenn man daran riecht, dann kommt einem schon so eine richtige Wolke entgegen. Das sind Knoblauch- und Pfefferbonbons. Sehr, sehr widerlich. Also ich finde, die stinken auch total. Ich will eigentlich auch gar nicht so einen in den Mund nehmen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwie auf so ein kleines Stück Knoblauch oder so beißt im Essen, dann ist das schon ziemlich scharf und man riecht wirklich ganz, ganz lange danach auch noch aus dem Mund. Diese Bonbons sind hochkonzentriert, also da stinkt man wahrscheinlich eine ganze Woche nach Knoblauch. Also wenn ihr jemandem einen Streich spielen möchtet, dann schenkt ihm doch einfach so einen Bonbon. Und am besten nicht eurem Sitznachbarn, sonst habt ihr nämlich da gleich noch ein Eigentor geschossen, wenn es die ganze Zeit nach Knoblauch stinkt. Hier ein Stift. Den hole ich mal aus der Verpackung raus. Erstmal ja, sieht er eigentlich relativ gewöhnlich aus. Ein bisschen wie ein Tintenkiller. Wenn man damit schreibt, dann sieht man erstmal überhaupt nichts. Also es sieht so aus, als wenn das Blatt Papier komplett leer sei. Ist aber überhaupt nicht so, denn vielleicht muss ich das Licht ausmachen, dass man das hier erkennt. Ich erkenne nämlich selber gerade nichts. Ich habe das Licht jetzt mal ein bisschen ausgemacht. Wenn man genau hinguckt, erkennt man das. Hier ist zum Beispiel ein H, dann kommt ein A, ein Doppel-L und ein O. Ihr könnt es wahrscheinlich echt nur super schlecht erkennen. Hier gibt es ein I, ein H und ein R. Und da habe ich eigentlich noch ein D und ein A hingeschrieben. Also hallo ihr da. Vielleicht war der Stift auch ein bisschen eingetrocknet oder so, dass es jetzt nicht so gut funktioniert hat. Jetzt habe ich das Licht wieder angemacht. Also normalerweise sind diese Geheimstifte richtig cool, wenn man irgendwie so geheime Botschaften oder so schreiben möchte. Allerdings brauchen dann beide, sowohl der Empfänger als auch der Adressat, so ein UV-Licht. Ansonsten kann man die Botschaft nicht lesen, also sprecht euch gut ab, wenn ihr geheime Botschaften schreibt. Und hier haben wir jetzt das Kaugummi, wo jetzt schon eins so rausguckt. Und wenn man da dran zieht, also sich ein Kaugummi nehmen möchte, wie zum Beispiel, möchtest du ein Kaugummi? Und dann zieht derjenige da dran. Oh! Ah! Und man kriegt mächtig eins gewischt. Also diese drei Sachen, wirklich ziemlich cool. Wenn ich mich entscheiden müsste, was ich, glaube ich, am besten finde, ist es, glaube ich, das hier. Natürlich, um andere Leute reinzulegen, wenn jemand nach dem Kaugummi fragt. Das kann natürlich in der Schule häufiger mal vorkommen, auch wenn man im Unterricht eigentlich keinen Kaugummi kauen darf. Und natürlich diese Bonbons hier. Also die sind wirklich super eklig. Wenn ihr jemanden habt, den ihr nicht so gerne mögt, kann natürlich vorkommen, oder wenn ihr jemanden habt, dem ihr einen Streich spielen möchtet, dann bietet den doch einfach so einen leckeren Knoblauch-Pfeffer-Bonbon an. Blach. So viel jetzt zu meinem kleinen Back-to-School-Scherzartikel-Haul für die Schule, um Streiche zu spielen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren und natürlich auch nicht vergessen, auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!